Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es um etwas ganz Besonderes gehen, eine Special Edition, und zwar aus der Chinese Zodiacs Kollektion. Und diese behandelt das Thema Tierkreiszeichen. Und zwar ist es im chinesischen Raum, im asiatischen Raum so, dass man dort jedes Jahr, ich glaube im Februar, März ist der Wechsel, in ein neues Tierkreiszeichen hineinkommt. Es gibt dort ebenfalls 12 Tierkreiszeichen, so wie bei uns die Sternzeichen, wobei bei uns natürlich die Sternzeichen monatlich wechseln. Dort ist es halt jährlich. Ja, und 2024 ist halt das Jahr des Drachen. Und aus dem Grund hat Victorinox dieses Jahr das Huntsman in einer Year of the Dragon Limited Edition herausgebracht. Und so wird das Ganze ausgeliefert. Ich meine, allein die Umverpackung sieht schon absolut genial aus. Es ist ein wirklich richtig schöner, wahr gewordener Traum. Die Farben Rot und Gold, diese traditionellen chinesischen Farben des Glücks. Hier dieses Emblem. Aber packen wir das gute Stück einmal aus. So. Man wird zuerst begrüßt mit einer Nachricht. Und vor gut 20 Jahren hätte ich jetzt noch einen Duden gebraucht und hätte 4 Wochen gebraucht, um das Ganze zu übersetzen. Heutzutage geht das einfach mit dem Handy. Wir machen mal den Google-Übersetzer an, fotografieren uns das ab und dann kann ich euch sagen, was dort steht. Und zwar beginnt es mit einer Begrüßung: Xiang Long, Xiang Rui. Und dann geht es hier weiter. Der Drache war im alten China einst ein Synonym für kaiserliche Macht und repräsentierte Adel, Ehre, Glück und Erfolg. Auch heute noch wird gerne der Begriff Drache unter den Menschen verwendet, um herausragende und außergewöhnliche Talente zu beschreiben. Menschen, die im Sternzeichen Drachen geboren wurden, sind sogar noch gesegneter. Sie werden mit außergewöhnlicher Weisheit, Mut und Selbstvertrauen geboren. Anlässlich des Jahres des Drachen wünscht Victorinox Swiss Army Knife, dass Sie und Ihre Familie so modern, vielseitig und leistungsfähig sind wie diese Schweizer Taschenmesser in limitierter Auflage. Lassen Sie uns in diesem neuen Jahr den Geist des Drachen zeigen, damit sich unsere Karriere wie ein Drachensprung entwickelt und unser Leben erfolgreich sein wird. Drachenaugen, rein und leuchtend wie Drachenschuppen, möge der Schwanz des Drachen großes Glück entfalten, mögen die Klauen des Drachen das Siegel des Glücks besiegeln. Ja, und das ist ja schon eine Willkommensnachricht, die einen erfreut, zumal ich bin im Jahr des Drachen geboren. Für mich also eine ganz besondere Nachricht. Und das war auch der Grund, warum ich dieses Messer von meiner Frau geschenkt bekommen habe. Aber jetzt wollen wir endlich mal das Geheimnis lüften. Und so sieht das Huntsman aus. Ist das nicht wunderschön? Auch hier der Schraubendreher ebenfalls in Gold gehalten, die zahlreichen goldenen Elemente. Wirklich toll. Wie gesagt, es handelt sich um das Huntsman. Das heißt, ihr habt eine Klinge dabei, also eine große Klinge. Eine kleine Klinge ist natürlich dabei. Dann haben wir die Säge. Dann haben wir die Säge dabei. Es ist eine Schere dabei und natürlich Dosenöffner, Schlitzschraubendreher, Kapselheber. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, sind eine rote Pinzette und ebenso natürlich auch ein roter Zahnstocher. Ja, wirklich, wirklich wunderschön. Ich konnte es natürlich nicht lassen und habe mir gleich ein kleines Lanyard dazu gebastelt. Das mache ich mal kurz dran. So, das Ganze sieht dann so aus. Ich hatte hier noch so ein Bead liegen. Ich dachte mir, der passt ganz gut dazu. Die Farben schwarz, weiß, rot. Natürlich das eigentliche Bandana in Rot und Gold gehalten. So wie auch das Messer selbst. Ja, und ich finde, das ist halt eine tolle Kombi. In der Kiste selber verbirgt sich sonst natürlich nichts mehr. Hier unten ist halt noch so ein kleiner Schrieb von Victorinox, der nochmal
diese Bedienungsanleitung zeigt, wie man zum Beispiel den Dosenöffner verwenden kann, etc. Das lassen wir auch schön da drin. Und wie gesagt, wichtig ist natürlich, es handelt sich hierbei um eine Limited Edition. Das heißt, das ist jetzt ein Messer, was ich definitiv nicht hernehmen werde, um damit zu schnitzen, zu schneiden, etc. Das bleibt also schön hier drin aufbewahrt, weil diese Messer, die steigen natürlich auch mit der Zeit vom Wert her. Beispielsweise das Man of the Moon, das ist ja damals richtig explodiert vom Preis her, aber ich weiß, dass es noch viel andere Messer gibt, die ebenfalls sehr hohe Werte erreicht haben. Und was natürlich wichtig ist, 2024, Jahr des Drachen, aber das war jetzt keine Neuerfindung von Victorinox. Die machen das schon seit einigen Jahren. Ich weiß also, dass es das Jahr des Hundes schon gab, es gab das Jahr des Schweines und noch einige mehr. Ich glaube, diese Serie hat schon so 2017, 2018 irgendwann angefangen. Da müsste ich nochmal nachschauen, das weiß ich nicht genau. Aber wie gesagt, es sind auf jeden Fall schon einige Jahresmesser davon herausgekommen. Und wenn euch das interessiert, dann greift zu. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein wunderschönes Messer, ein wunderschönes Sammelobjekt. Ja, und wie gesagt, diese Umverpackung, diese ganze Aufmachung, ich muss sagen, da hat Victorinox wirklich voll ins Schwarze getroffen. Das Ganze ist so schön aufeinander abgestimmt mit zahlreichen kleinen Ornamenten, Symbolen, die hier noch drauf sind auf der Verpackung. Das Ganze geht natürlich auf der Rückseite weiter. Hier ist nochmal beschrieben, von wem es überhaupt ist, dass es über Deutschland vertrieben wird, etc. Und auch bei der Verpackung, gut, hier hinten ist jetzt die Bestellnummer drauf, aber sonst ist hier drum nichts. Und was natürlich wichtig ist, wenn dieses Lanyard dran ist, dann bekommt man diese Verpackung nicht mehr geschlossen. Logisch. Weil jetzt haben wir natürlich mehr Volumen. Ich hatte schon überlegt, ob ich mir hier an der Seite noch etwas ausschneiden sollte, damit das hier auch direkt mit reinpasst. Aber dann würde ich das ja beschädigen und ich glaube, das wäre nicht so sinnvoll. Deswegen lasse ich das mal alles so, wie es ist. Und ich denke, gerade für die Sammler unter euch, und ich weiß, dass es da draußen sehr, sehr viele Sammler gibt, ist das ein wirklich tolles Geschenk. Bisschen schade finde ich hier diese Ecke. Ich weiß nicht, man sieht das. Das Ganze wurde mir mit der Post geschickt und hier hat ja irgendein Trottel hat das wahrscheinlich irgendwie geditscht. Das ist irgendwie, ja, es ist halt irgendwie angestoßen beim Versand. Und das ist natürlich schade. Ist es kein Beinbruch? Mich persönlich ärgert es nicht, weil ich sammle dieses Messer nicht, beziehungsweise das habe ich ohnehin geschenkt bekommen. Das heißt, das wird mich nie wieder verlassen, bis dass ich irgendwann sterbe. Und für Sammler wäre das natürlich jetzt hier natürlich so ein K.O.-Kriterium, wo sie es gleich wieder zurückschicken würden. Deswegen schaut es euch genau an, auch ob das Messer soweit vollkommen in Ordnung ist. Aber für mich selbst war das eine absolut gelungene Überraschung. Ich habe mich wirklich tierisch darüber gefreut, da ich jetzt mittlerweile auch schon um die 20 Victorinox habe ich vielleicht. Ist also noch keine so riesige Sammlung, aber das ist wirklich das absolute Musterstück, was ich jetzt dabei habe, und es übersteigt allein schon vom ideellen Wert her alle anderen, die ich habe. Hat mich sehr gefreut, wird ewigst in Ehren gehalten werden. Was sagt ihr zu der Kollektion? Was hättet ihr vielleicht anders gemacht? Oder gefällt euch die Serie so, wie sie ist? Ich habe mir die anderen Motive mal angeschaut. Die waren auch schön, klar, wenn man diese Beziehung dazu aufbauen kann, beispielsweise weil man in dem Jahr geboren worden ist, wo das Tierkreiszeichen war, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Hintergrund. Aber ich fand das mit dem Drachen, so leid wie es mir für alle anderen tut, aber das ist schon wirklich das schönste Stück, was jetzt dabei gewesen ist. In dem Sinne, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, ciao.